Jetzt kommen Sie, unsere Paras, 2000 Meter Paras. Die meisten Boote sind schon für die Olympischen Spiele qualifiziert. Heute ist es dann bereits die Fische. Bundeswehr, Backsteiner, Federkarin, was die einzelnen Athleten oder Athleten glauben. Und bei den Paralympischen Spielen, Ende August, viel zu sein. Hier liegen die unterschiedlichsten Behinderungen vor. Das ist alles dann Klassen sortiert. Und in diesen offenen Meisterschaften gibt es die Bronzemedaille für den THC Hannover. Herzlichen Glückwunsch, Lars Hildebrand! Die Silbermedaille für den Mann von der Ruderige Jethof Essen, Mohamed Tai. Und der Gewinner der offenen deutschen Meisterschaften, das ist der Mann, der für den LAC Kronzagen an den Start geht. Auf dem Ergometer eine Koryphäe und damit hat er diese offene Meisterschaft gewonnen. Glückwunsch, Benjamin Reuter! Der deutsche Ergometermeister 2024 und Gewinner der Goldmedaille für den Jethof Essen, Mohamed Tai.
2021. Wir sagen herzlichen Glückwunsch dem ersten Kieler Ruderclub mit Johann Kämpfer, Bronze. Silbermedaille kommt vom Mülheimer Ruderverein, Jonas Hartmann. Und der deutsche Leichtgewichtsergometermeister 2024 hier in Kettwig ist von der Erwin Treisgraben, Simon Heidle.